Hallo. Hallo, Fasert. Nassim, Fasert ist da. Bin fertig zum Unterricht. Wie sehe ich aus? Nassim, Süßer. Du siehst aus wie einer aus dem Katalog. Wie werde ich ein Musterschüler? Einfach hip. Ist ein paar Jahre her, mein Abschluss an der Uni. Ich hatte schon Angst, ich hätte mein Gefühl für Styling verloren. Nein, das hast du nicht verloren. Es brennt und blendet. Ich kann dich gar nicht ansehen. Ein Blender. Setz die Mütze ab, du siehst aus wie Yogi Bär. Weißt du was, das höre ich dauernd. Wer ist denn dieser Yogi Bär? Er ist der Erfinder des Verbrennungsmotors. Und er befreite die Sklaven. Klingt nach einem großen Mann. Fasert, Fasert, stopp, das war ein Witz. Das ist sicher keine Testfrage. Ja, aber wir nehmen diesen Unterricht sehr ernst, weil ich hoffe, dass wir bei der nächsten Wahl zur Urne schreiten können. Ernst nehmen solltest du das auch. Immerhin ist die Wahl des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ja eine sehr, sehr ernste Sache. Ich las neulich, auf amerikanischen Stimmzetteln gibt's einen Platz, wo man jemanden vorschlagen kann, wie Mickey Mouse. Ja, der ist gerade im Amt. Warte mal, Entschuldigung, das ist Goofy. Fasert, Schatz, notier das nicht. Riechst du irgendwas? Nein. Versuch's nochmal. Oh, Baby, das ist mein neuer Designerduft. Das ist Latifa. Rita, ich mein's ernst. Hier brennt irgendwas. Oh, das ist bloß Gras. Nein, ich denke, es ist Weihrauch. Nein, nein, sie hat recht. Das ist Marihuana. Jadwiga, glaub mir, ich weiß, wie Weihrauch riecht. Mavis kuckelt damit rum, seit ich 12 bin. Mavis, riechst du auch... Sind hier in meinem Hotel Gras durch, du? Das ist kein Weihrauch? Du hast mich all die Jahre angelogen? Ja, genau das. Und dieser junge Jamaikaner, der mich hier immer besucht hat, das war kein Austauschschüler. Oh. Hör mir mal zu. Einer deiner Gäste raucht eine illegale Substanz in deinem Hotel. Ja, und? Das ist illegal. So viel zu und. Deswegen lasse ich die Pfoten von Marihuana. Bei all dem Zeug, das sie uns im Krankenhaus geben. Baby, das war nur ein Witz. Ja. Hallo? Hallo. Hi. Ich habe mich geirrt. Das ist das falsche Zimmer. Oh. Bitte entschuldigen Sie. Das macht mir leid. Sehr leid. Hey, das war doch das richtige Zimmer. Mach die Musik leiser. Entschuldigung, sind wir zu laut? Oh nein, gar nicht. Ich bin Mavis Ray, die Hotelbesitzerin. Ah. Wer ist das? Drogenverhandlung? Hören Sie, behalten Sie das in Ihrer Lunge. Ich möchte das bisschen Gehirn nicht verlieren, das ich habe. Wieso belästigen Sie uns? Wir tun doch niemandem was. Ich habe Sie nicht belästigt. Norman, komm, beruhig dich. Du bist völlig high. Tut mir leid, es ist nicht so, wie es aussieht. Wir stehen unter ärztlicher Aufsicht. Ein guter Witz. Das ist medizinisches Marihuana und unterscheidet sich nicht von verschreibungspflichtigen Drogen. Außer, dass es illegal ist. Hören Sie, ich verstehe das ja, denn ich stehe normalerweise auch auf der anderen Seite der Tür. Aber jetzt werden Sie nach Hause fahren und dort rauchen. Meine Gäste beschweren sich. Das können wir bei uns aber nicht, weil mein Sohn ein furchtbarer Spießer ist. Oh. Sehen Sie, wenn ich von dem Zeug was rauche, werde ich nun mal echt geil. Und dann brauche ich Platz, um mich voll auszuleben. Okay. Was hab ich gesagt? Ein bisschen zu viel. Oh nein, wir sind alle in ärztlicher Behandlung. Aber warum kommen Sie nicht rein und lernen meine Freunde kennen? Ich denke, das kommen ist Sie, nicht, okay, gehen wir. Okay. Überredet. Wow, das sieht man ja nicht sehr oft. Ein Haufen alter Leute, die Gras rauchen. Außer man geht zu Uli Nelson Konzerten.
Also Willie Nelson haben wir im letzten Jahr in Branson gesehen. Oh. Das sind Agnes und Phil. Die beiden haben Arthritis. Hey. Und Norman und die beiden Ants haben den grünen Star. Oh. Wozu erzählst du ihr das alles? Du weißt genau, du sollst meinen richtigen Namen nicht sagen, wenn du mit Fremden redest. Nein. Wirklich, jetzt komm mal langsam wieder runter. Entschuldigung, aber manchmal macht Gras Ihnen ein bisschen paranoid. Norman, hören Sie, es ist mir egal, was Sie hier oben treiben, aber tun Sie mir einen Gefallen. Nehmen Sie ein feuchtes Handtuch und legen Sie es vor die Türritze, damit sich der Geruch nicht im ganzen Flur verbreitet. Oh, okay. Sicher, gern. Ich will nicht aufdringlich sein. Was fehlt Ihnen? Mir? Oh, gar nichts. Nein, ich bin nicht krank, aber in einem Raum voller Arthritis- und Glaukompatienten, da muss doch jemand sein, der gelenkig genug ist, um einen Joint zu drehen. Es ist wirklich toll, Fähigkeiten zu haben, um Menschen zu helfen. Wie war deine Staatsbürgerkunde? Fantastisch. Warte, hier, prüf mich. Okay, also dann, los geht's. Fertig? Ja. Nennen Sie bitte 6 Dinge, die eine Bewerbung um die Staatsbürgerschaft unmöglich machen. Okay, eine Straftat begehen, auf dem Anmeldebogen lügen, illegale Glücksspiele, regelmäßiger Genuss von Alkohol. Wart mal. Lügen und spielen und trinken? Ja. So war meine letzte Nacht. Mavis, du hast so ein Glück, dass du hier geboren wurdest. Dich hätten sie nämlich nicht Amerikanerin werden lassen. Hör zu, Nassim, da irrst du dich gewaltig. Amerika hat die Schwarzen immer mit offenen Armen empfangen. Die haben sogar Schiffe geschickt, um uns aus Afrika abzuholen. Und sie hatten Arbeit für uns, als wir hier ankamen. Ja, aber ihr brauchtet keinen Staatsbürgertest. Doch, brauchten wir, aber der bestand nur aus einer einzigen Frage. Hm? Kannst du Baumwolle pflücken? Mavis, ich... Oh, hallo Nassim. Wie war der Kurs? Große Klasse. Ich habe gerade gelernt, dass ich ein besserer Amerikaner bin als Mavis. Aber fairerweise sei gesagt, dass du eine Anforderung erfüllst. Du hast nichts mit illegalen Drogen zu tun. Ist ja komisch, denn das... Schananana! Ich wollte gerade sagen... Schananana! Mavis! Schananana! Komm schon, ich... Peace! Schananana! Peace? Also, was tust du gegen das Marihuana-Problem? Dasselbe wie du gegen deine Arbeitslosigkeit. Gar nichts. Entschuldigt mal, was ist hier los? Du hältst die Klappe. Er hat ein Recht, das zu wissen. Mavis hat ein Zimmer in eine Gruppe vermietet und die konsumiert gerade illegale Drogen. Ist der Parteitag der Demokraten wieder in der Stadt? Nein. Dann rufe ich die Polizei. Nein, das tust du nicht. Kapiert, was soll das, Mann? Die tun doch keinem was. Mit so einem Verbrechen schaden sie uns allen. Jedem von uns. Das innerste Band der Gesellschaft kriegt einen Riss. Jetzt erzähle ich dir mal was. Als ich oben war und dem Geruch nachgegangen bin, weißt du, was ich da gefunden habe? Da waren nur ein paar uralte Menschen, zittrige alte Menschen. Ich schwör's, da sah's aus wie im Spielzimmer von einem Altersheim. Ich verstehe nicht, was hat denn das Alter der Leute damit zu tun? Na, sie sind krank und nehmen medizinisches Marihuana. Und immerhin hilft das einer Menge Menschen, wegen der Chemotherapie, da kriegt man diese Übelkeit weg. Damit übersteht man auch einen Adam Sandler-Film besser. Ja, es bietet unheimlich viel Gutes, kannst mir glauben. Jeder Amerikaner hat die Verpflichtung zu melden, wenn ein Verbrechen begangen wird. Egal, ob man mit dem Gesetz übereinstimmt oder nicht. So steht's im Patriot Act. Was faselst du da vom Patriot Act? Hier geht's um alte Menschen, die Gras rauchen und du kommst mit so einem Terroristenmist. Willst du mir sagen, das wäre eine Schläferzelle? Kann sein, denn sie sind wirklich, wirklich schlecht. Du bist kein sehr gutes Beispiel für Nassim. Er versucht eingebürgert zu werden. Fein, dann zeig ihm, wie man sie... Ruf die Polizei wegen ein paar Menschen, die nichts tun. Ich warne dich. Ich hack dir die Hand ab. Leg den Hörer auf, mach schon, aber schnell. Hör zu, wenn du keine Polizei willst, warum bittest du sie nicht zu verschwinden? Weil ich nicht will, dass sie verschwinden. Sie tun ja nichts Falsches. Das sind Menschen mit schweren Krankheiten. Sie sind zittrig, sie sind alt. Hey, können Sie mir sagen, wo wir Burritos kriegen? Und Zigarettenpapier. Die sehen alle völlig gesund aus. Weil die Medizin so gut anschlägt. Entschuldigen Sie bitte. Ich würde gern mal mit Ihnen sprechen. Oh, so eine Szene habe ich mal in einem Film gesehen. Er hatte einen wunderschönen Schluss. Ganz im Ernst, ich würde gern darüber reden. Bitte, kommen Sie rein. Kommen wir gleich auf den Punkt. Meine Schwester hat sich dieses Hotel hart erarbeitet. Naja, nicht hart. Sie hatte Glück mit einem Hit, aber das ist nicht wichtig. Limonenkekse.
Die habe ich selbst gebacken. Vielen Dank. Ich esse nachmittags gern etwas Gebäck. Die sind ja köstlich. Danke. Nehmen Sie doch noch einen. Denken Sie ja nicht, dass Sie mich mit Ihrer Gastfreundschaft umstimmen können. Wer ist das, der Dealer? Sir, ich möchte Sie bitten, Ihre illegalen Aktivitäten einzustellen oder das Hotel zu verlassen. Ist er süß? Nun, ich habe gesagt, was ich wollte. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Dürfte ich noch einen Limonenkeks? Sie dürfen nehmen, so viel Sie wollen. Oh. Hey. Hey. Diese vergreiste Kiffertruppe war bei mir und hat meine Kuchentheke völlig leer gefuttert. Kannst du sie endlich mal sauber machen, hast du seit Jahren nicht getan. Das Geschäft boomt, es wäre besser, du würdest sie nicht rauswerfen. Was soll denn der Blödsinn? Ich werf sie nicht raus, wer sagt das? Die Kiffer sagen, dein Bruder hat sie gebeten, sich zu verdünnisieren. Ihre Worte, nicht meine. Mein Bruder ist so ein blöder Sack. Meine Worte, nicht Sack. Ja. Der würde alle anzeigen, auch seine eigene Großmutter. Na schön, sie hat Pässe gefälscht. Aber das war nur ein Hobby. Ah. Lass die alten Fresssäcke bloß nicht laufen. Sie haben meinen 4 Jahre alten Karamellpudding fast weggeputzt. Dieses Zeug hast du noch immer? In den Müll kann ich's doch nicht tun, wenn irgendein armes Tier das frisst. Ist das dem hier passiert? Komm her, riech mal dran. Puh. Was hast du für ein Problem? Wenn ich sage, belästige die Gischtruppe nicht, dann meine ich das auch so. Du hattest keinen Grund, nach oben zu gehen und die alten Leute dämlich anzuquatschen. Du hast recht, Mavis. Ich verstehe nicht, wieso. Ich habe dich gebeten, habe mich ganz klar ausgedrückt. Doch du setzt dich über meine Gefühle hinweg. Du hast recht, Mavis. Was meinst du mit du hast recht, Mavis? Ist mir doch egal. Du bist high. Das ist eine Unterstellung. Hast du etwa Gras geraucht? Lass mich mal deinen Atem riechen. Sehr Limon. Möchtest du einen Limonkeks? Die nette alte Lady hat sie selbst gebacken. Sie ist eine gute Köchin und eine echte Augenweide. Okay. Wie lautet die Rangabfolge? Sag's mir nicht. Okay, sag's mir. Präsident, Vizepräsident, Vorsitzender des Repräsentantenhauses, Senatspräsident, Außenminister und dann die anderen Mitglieder des Kabinetts. Alles klar, okay. Präsident, Vizepräsident. Weißt du, die albanische Kleine, die Shield mit dem Ziegenbart. Naja, neben der ich da sitze. Ich muss dir sagen, du irrst dich. Sie flirtet nicht mit dem Lehrer, sondern nur mit mir. Glaub mir, ich muss dringend mal an die Luft. Was? Bitte konzentrier dich, Nassim. Du bist ein perverser Perser. Die Rangabfolge. Okay, Präsident, Vizepräsident. Hallo, hallo. Vizekönig. Hallo. Ah, ich hab Sie gar nicht gesehen. Ich will mal schnell was holen. Ein paar Brezeln und, Erdnüsse. Maraschino-Kirschen. Entschuldigung, bitte. Sind Sie, Sie Amerikaner? Ich kam aus Korea mit einer Tapferkeitsmedaille zurück. Hm? Und einer Narbe in der Form von Florida. Ob ich Amerikaner bin. Oh, bitte setzen Sie sich. Ich meine, vielleicht können Sie mir hierbei helfen. Ich bin, wenn der Präsident und der Vizepräsident, wenn beide sterben. Und der Präsident des Senats. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses. Wenn beide auch umkämen, sagen wir, beim furchtbaren Unfall, beim Fliegenfischen. Wer würde in dem Fall Ihr Anführer? Keine Ahnung. Eine schwere Frage, nicht? Ja, schwer, sehr schwer. Ist schon okay. Ich habe ein paar Freunde, die mir dabei helfen werden. Ja, ich hole Ihnen Hilfe, versprochen. Dein Terroristenhandlanger will Staatsbürger werden? Na bitte, da zeigen sich die Fehler im System. Wir lassen viel zu viele Fremde in dieses Land. Es ist doch jetzt schon zu wenig Platz für uns. Ich glaub nicht, was du da sagst. Wie hätt's dir gefallen, wenn wir so gedacht hätten? Damals, als du versucht hast, in dieses Land zu kommen. Was soll das denn bedeuten? Ich bin hier geboren. Ach,
Quatsch. Broadway und Canal. Krass, Mädel, wieso siehst du denn so komisch aus? Möglicherweise umgebungsbedingt. Ich stimme Sulin zu. Wir sollten eine große Mauer um dieses Land ziehen. Na, 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 dazu würdest du Chinesen brauchen. Sie hat vollkommen recht. Ich meine mal ehrlich, wenn wir die Einwanderungsbevölkerung nicht hätten, wer würde dann den Nachwuchs der Weißen hüten? Wer reinigt die Häuser? Wer trimmt ihre Hecken? Bonat unsere Muschis. Habe ich doch gesagt, trimmt die Hecken. Also, alles, was die Einwanderer wirklich gern wollen, ist ihre eigene Parade. Was wir verstehen, denn die Farbigen kämpften Jahre für so eine Parade. Gekriegt haben wir sie im Januar, deshalb gehen wir nie hin. Ja. Ich sage, baut die Mauer. Sophia, wer wird in deinem Restaurant arbeiten, wenn die Einwanderer nicht kommen? Ja. Einwanderer nehme ich nicht. Nur illegale Einwanderer. Sie sind dankbar und stellen sich nicht so an mit Krankenversicherung und blödem Mindestlohn. Oh, mach dir keine Gedanken wegen Jablonski. Jablonski ist legal. Aber sicher bin ich legal. Jadwiga, hast du je daran gedacht, Amerikanerin zu werden? Ich habe ein Land, danke. Was ist nur los mit euch Amerikanern? Dauernd versucht ihr, Leute anzuwerben. Gott, ihr seid noch nerviger als die Scientologen. Oh, ich sehe, sie sind noch da. Ich versuche immer noch, es rauszukriegen. Ja. Das ist der Mann. Festnehmen, festnehmen! Entschuldigen Sie, Sir. Kann ich Ihnen helfen? Ja, wir würden gern mit Ihnen reden. Draußen. Und wieso nicht hier drinnen? Das sagen wir Ihnen draußen. Bitte, Sir, nicht jetzt. Ich will Staatsbürger werden und muss lernen. Gut, Mann. Wir können es auf die weiche oder harte Tour machen. Also, ich bin kein Farbiger. Einfach so zusammenschlagen läuft nicht. Nehmen wir, komm schon. Okay, das muss ein Missverständnis sein. Komm schon. Mein Name ist Nassim. Ich weiß, was Folter bedeutet. Bitte lassen Sie mich. Schutz jetzt. Mavis! Mavis! Gehen wir. Tretet ihm in die Eier. Mavis! Was ist denn hier los? Sag ihm mal, wer ich bin. Der Terroristenhandlanger Mann. Ich wusste, der Tag würde kommen. Klappe. Also, Nassim, was ist hier los? Hab keine Ahnung, ich hab nichts getan. Hey Norman, du wolltest Knabberkram besorgen. Oh, hallo, Officer. Sie sind ja prächtig bestückt, ich meine, mit Waffen. Entschuldigen Sie bitte, Augenblick mal, gehen Sie bitte beiseite. Gehen Sie darüber und nicht bewegen. Entschuldigen Sie, Sir, können Sie mir sagen, was hier passiert ist? Ich dachte, wir zocken noch ein bisschen. Es sind 50 Dollar im Pott. Psst, du irrst dich. Das würden wir nie machen, denn Glücksspiel ist illegal. Und Gras raucht hier auch. Stimmt. Was, Gras ist alle? Wirkt hier jemand für seine Identität? Ja, ich. Er arbeitet für mich. Das ist Nassim Katenjami, mein Faktotum. Und er ist ein gerissener Araber. Er ist so verkalkt, er weiß nicht mehr, was er sagt. Er ist ein gerissener Araber. Er ist kein gerissener Araber, er ist ein fauler Perser. Danke sehr, Mavis. Ma'am, ich möchte nur gern wissen, was er mit dieser höchst vertraulichen Information über die Befehlskette macht. Was? Da steht, Junge, das alles hier lernt er für seinen Staatsbürgertest und weiter nichts. Wirklich? Ja. Oh, verdammt, das ist schwer. Entschuldigt das Missverständnis. So, hier, bitte, Sir, und viel Glück. Dieses Land kann immer schlaue Araber brauchen. Ich bin kein Araber, ich bin Perser. Du, Michael Flatley, liebender Sau, bist du hinwärts und kommt doch durch die Nase hier. Lass ihn ruhig, ganz ruhig. Also, ich glaub's einfach nicht, dass diese Kerle ihn nicht festnehmen. Ich kann's nicht glauben, dass sie dich Grasraucher nicht festgenommen haben. Hey, Mann, reden Sie nicht so mit ihm. Er ist ein Veteran. Ach, wirklich? Wo hat er denn gedient? In Kolumbien? Ich... Nein! Norman, beruhig dich, beruhig dich! Okay, Schluss damit, Schluss damit, Schluss damit! Verdammt nochmal, Schluss damit! Jetzt beruhigt euch endlich alle, klar? Wenn ihr endlich aufhören würdet, dauernd mit dem Finger aufeinander zu zeigen, stattdessen jedem meinen Finger reichen würdet, könnten wir alle erheblich besser leben. Mädels, Mädels, Mädels! Gibt's noch irgendwo was zu essen? Hey, Nassim, bereitest du dich auf den Unterricht vor? Mavis, erklärst du mir mal was? Klar. Du paffst hier drin und zockst mit Leuten und erlaubst jede Marihuana in deinem Hotel zu rauchen. Wie vereinbarst du das denn, damit eine gute Staatsbürgerin zu sein? Na, pass auf, ich sag's dir. Um eine gute Staatsbürgerin zu sein, befolgst du einfach die Gesetze des Landes. Aber willst du ein guter Mensch sein, folg deinem Herzen. Ja. Hast du das getan, als du die Kiste Whisky behalten hast, die vom Laster gefallen war?
Genau, das hab ich. Er war schon 22 Jahre alt und niemand wollte ihn haben. Mavis, du bist eine so tolle Amerikanerin. Danke, Nassim. Dafür gibt's was Süßes, Baby.